Achtung, Achtung, dies ist eine Warnung. Das folgende Video kann zur Suchtgefahr führen. Dafür bin ich nicht haftbar zu machen. Also heute geht es nicht um Papier, sondern auch nicht um Stoff. Ich habe ein neues Material entdeckt für mich. Holz. Holzi, holzi, Holz. Wer Interesse hat an Holz und den Basteleien, damit bleibt dran. Dann geht es jetzt auch los nach dem Intro. Wer kein Interesse hat oder beziehungsweise nicht angesteckt werden möchte mit dem Klötzchenfieber, der schaltet nun ab. Für alle anderen viel Spaß. Hallöchen, ihr Lieben. Ja, in meinem Video gestern habe ich es ja schon angekündigt. Ich bin dem Klötzchenfieber verfallen. Klötzchenfieber heißt, müsst ihr mal auf Insta gucken, unter dem Hashtag Klötzchenfieber. Es entstehen wunderschöne Geschichten aus sogenannten Klötzchen. Das sind eigentlich so kleine Holzleisten. Habe ich beim Klötzchenmann bestellt. Das hier ist jetzt Nussbaum. Und Nussbaum kommt auf solchen Gittermatten. Das waren jetzt 80 Stück. Ich glaube für 7 oder 8 Euro, wenn überhaupt. Dann kann man die hier ganz einfach von der Matte ziehen. Das ist jetzt ganz schön. Bei einigen bleiben nochmal so Klebereste. Hier zum Beispiel. Das finde ich nicht ganz so schön. Dementsprechend habe ich die geschliffen mit Schleifpapier, mit so einem Schwingschleifer. Da, wo diese Klebereste übrig geblieben sind. Und dann sehen die Klötzchen danach so aus. Sieht man das hier noch so ein bisschen ganz leicht? Ist hier noch so ein bisschen so die Struktur von dem Kleber. Aber mich stört es null. Denn das Ganze ist ja schön rustikal, natürlich und das mag ich. Und damit bauen wir heute in dem Video einen Serviettenhalter. Für diese Form des Serviettenhalters braucht ihr 12 Klötzchen. Und die verleimen wir jetzt. Dafür habe ich mir direkt beim Klötzchenmann Ponal Express Holzleim mitbestellt. Kostet, glaube ich, auch keine 7 Euro. Und dann habe ich halt alles zusammen. Ne? Also das Einzige, was man wirklich braucht, um sowas zu bauen, beim Klötzchenmann auf die Seite gehen, sich das Holz aussuchen, eine Ladung bestellen, Holzleim dazu, fertig. Vorderseite braucht man 4 Klötzchen einfach aufeinander geklebt, Rückseite genauso. Jetzt klebe ich hier ein Hölzchen dazwischen, eins oben drauf. Von der anderen Seite ebenfalls eins oben drauf. Kann man das überhaupt sehen von eurer Perspektive aus? Vielleicht geht es so am besten. So, so. Und dann kommt hier der Deckel drauf. So, und jetzt fehlt nur noch oben der Abschluss.
Und dann ist der kleine Serviettenhalter schon fertig. Im Prinzip wäre dieser süße kleine Serviettenhalter schon fertig. Süß und klein, weil hier passen tatsächlich nur die kleinen Servietten rein. Also diese kleinen quadratischen zum Beispiel, die sind dann 14 mal 14 cm, beziehungsweise es gibt ja auch diese länglichen schmalen. Also Servietten in der Höhe von 16 cm würden hier auch noch reinpassen. Aber wem das halt zu klein ist, wie mir zum Beispiel, ich habe ja meistens eher die größeren, da habe ich mir diesen Serviettenhalter gebaut. Ne? Habt ihr ja schon eingangs gesehen, das sind auch 4 Klötzchen. Unten ein Klötzchen längs und hinten auch nochmal wieder 4 Klötzchen aufeinander gestapelt. Da passen dann auch die großen rein, die 16 cm messen. 16 cm, das ist die Länge der Klötzchen. In der Höhe messen die 22 mm, also 2,2 cm und sind 8 mm dick. Das sind so die Standardklötzchen. Es gab auch noch welche in 30er Länge. Vielleicht mal gucken, ob ich mir die auch noch bestelle für schöne Tabletts oder so. Ideen sind genug, ich habe halt noch nicht so viel Zeit. Mal gucken, ob ich damit eigentlich schon ganz glücklich bin. Ja, für mich ist das Ding hier ein bisschen nackig. Und wie ihr seht, habe ich gestern hier schon mit meinem neuen Spielzeug gespielt. Und es handelt sich um die süße kleine Cricket Joy. Ein Schneideplotter. Wirklich klein und süß und niedlich. Nur gedacht für so ein paar Schriftzüge und so ein paar Anker und Sternchen und Herzchen, die ich überall draufsetzen möchte auf meine Home-Deko oder Geschenkideen, was weiß ich, was da noch alles so kommt. Den habe ich gestern Abend bekommen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich hatte schon vor ein paar Jahren eine Silhouette Cameo, ich glaube 3 oder so war das noch. Das Ding stand nachher nur noch in der Ecke. Erstens war sie zu groß, zu unhandlich, dann musste ich das alles immer mit diesem PC und so, das war alles mit der Software dazu, das war mir alles ein bisschen zu aufwendig und zu anstrengend und hat mir irgendwie keinen Spaß gebracht und dementsprechend ist das Ding eingestaubt und wurde dann verkauft. Jetzt ein zweiter Anlauf und ich muss sagen, es ist, macht jetzt schon mehr Spaß als mit der großen Silhouette. Ich bin einfach praktisch veranlagt, es muss schnell gehen, es muss funktionieren und zwar am besten sofort und gleich, ne? Was ich machen musste, als das Ding kam, ich musste mir eine App runterladen, den Cricut Design Space. So sieht das Teil aus, hier in jedem App Store drin, für Apple, Samsung und so weiter. Hier seht ihr schon das Projekt. So, zurück auf die Startseite, abbrechen. Dann Maschineneinrichtung. Das heißt, die beiden haben sich einfach nur gekoppelt, denn die Cricut, wie ihr seht, hat nicht einen einzigen Knopf mehr. Man schließt sie einfach an Strom an und das war's. Ich muss da gar nichts weiter machen. Das heißt, die App verbindet sich jetzt via Bluetooth mit der Cricut. Und ja, das war's schon. Dann kann ich losdesignen. Ich kann mir hier aus diesem Design-Shop, das kennt ihr ja vielleicht auch von der Silhouette, schon vorgefertigte Designs aussuchen. Die kosten aber in der Regel Geld. Ist jetzt nicht wahnsinnig teuer. Also zum Beispiel hier Best Mom Ever. Schönes Design, gefällt mir gerade so auf den ersten Blick. Kostet 99 Cent. Also ich meine, das kann man auch mal ausgeben. Aber hatte ich gestern keine Lust zu. Ich wollte ja erst mal testen und nicht schon wieder Geld ausgeben. Und habe das hier einfach mal so entworfen. Den Anker habe ich mir aus dem Netz gezogen. Dann in den Arbeitsbereich geschmissen. Und das Ahoi ist ganz einfach, denn warte mal. Wenn ich hier unten auf Text gehe, dann hat er zum einen hier diese Cricut-Fonts, also die Schriftarten. Die kosten aber alle wieder Geld. Die sind jetzt auch schon ein bisschen teurer. Die kosten dann 4,89 Euro, so ein ganzer Fonds. Aber wenn ich hier auf System gehe, dann sind alle Fonts drin, die schon auf meinem Tablet vorinstalliert sind. Und ich denke, jeder weiß, dass man Fonts auch gratis im Netz sich runterladen kann. Also
Dem Ganzen hier sind erstmal keine Grenzen gesetzt, würde ich sagen. Hier seht ihr schon das jetzige Projekt, was ich dann auf den kleinen süßen Serviettenhalter hier drauf plottern möchte. Dafür habe ich mir mit der Cricut Joy auch gleich dieses Smart Material mitbestellt, Smart Vinyl. Entfernbar, also das hier kann man wieder runterpulen. Es gibt das Ganze auch in permanent. Smart Vinyl heißt, dass es Folie, die direkt in diese Cricut Joy eingezogen werden kann und ohne eine Schneidematte geschnitten wird. Das heißt, ich steck das hier rein und er zieht sich das direkt rein und dann schneidet er da drauf. Wenn man das jetzt gegenrechnet, gegen Folien, die ich so in Online-Shops bestellen kann, rechnet sich das Ganze nicht wirklich. Ich könnte hier natürlich wie lang ist das Ding? 121 cm. 121,9 cm, ja. Nicht schlecht. Also auf 1,5 Meter, nein, nicht 1,5, aber 1,20 Meter könnte ich hier jetzt einen riesen Schriftzug drauf plottern. Ne? Ich meine, wozu brauche ich es, weiß ich nicht. Ich denke, das ist nicht mein Ziel gewesen. Dementsprechend werde ich mir das Smart Material wahrscheinlich nicht nochmal nachbestellen. Ich habe schon andere Folien bestellt und dann komme ich damit günstiger. Wenn ihr damit starten wollt, dürft ihr nicht vergessen, dass ihr auch Transferfolie braucht. Ihr müsst ja irgendwie dieses Ausgeschnittene hier auf eure Projekte übertragen können. Das heißt, Transferfolie habe ich mir auch nochmal von Cricut mitbestellt. Auch das rechnet sich tatsächlich nicht so wirklich. Da habe ich mir jetzt auch nochmal günstigere Transferfolie bestellt für die nächsten Projekte. Und was ebenfalls mitgeliefert wird, ist so eine kleine Schneidematte. Also in der Breite wird es das nicht breiter geben von der Cricut Joy. Da müsste man halt eine richtige Cricut oder sowas kaufen, wenn man das Ganze breiter braucht. Aber ich kann es ja in die Länge ziehen. Mitgeliefert wird eine Schneidematte mit 16,5 cm, aber es gibt das Ganze auch noch auf 30 cm. Die sollte am Montag bei mir eintreffen. Dann kann ich das Ganze auch ein bisschen länger plottern, denn ich habe auch ein kleines Buch, ein kleines Papierprojekt schon gestartet gehabt. Ich habe mir das Freebie, die Datei, die frei zur Verfügung steht, von Kreativdepot, von der lieben Stefanie von Papierschorsch, ist sie erstellt worden. Habe ich mir runtergeladen, dieses coole Faltboot. Ich weiß nicht, einige haben das bestimmt schon gesehen auf Insta und so. Das sind ja so große Papierboote eigentlich, die auch als Schachtel fungieren können. Ja, ich wollte das schnell ausplottern und alles hier auf dieser Matte einmal drauf haben und habe quasi alle Teile gleichzeitig ausgeplottet, ja, und war dann ein bisschen erstaunt, wie klein es dann doch geworden ist. Ich meine, das kann jetzt irgendwo in eine Explosionsbox oder so, wird da schon unterkommen. Aber die nächsten Versuche, denke ich, werde ich anders gestalten, dass ich jedes Teil einzeln mir hier ausplotte und dementsprechend kann das Ganze dann auch größer werden. Oder sollte größer werden. So, genug gesappelt zu Cricut Joy. Jetzt möchte ich ja hier noch einen Schriftzug aufbringen. Hoppala, ich zerstöre mir meine Karte. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, ihr habt jetzt hier im Arbeitsbereich euer Projekt entworfen. Wie das Ganze so funktioniert mit den Einstellungen und so, da ist es jetzt nicht meine Absicht, hier ein Tutorial zu drehen, aber ich empfehle euch und verlinke es auch unten in der Infobox, die Tutorials von Frau B. Die habe ich mir alle reingezogen, bevor ich mir die Cricut Joy letztendlich gekauft habe und die sind super. Anhand dieser Tutorials, die ich vorher einmal geguckt habe, bin ich gestern Abend super zurechtgekommen, ohne irgendwo nochmal dreimal nachgucken zu müssen oder wie es geht oder wie überhaupt. Und wie man sieht, ich bin ja gut zurechtgekommen, ne? Das Ahoi einmal so selber geschrieben und aufgedruckt und jo, wie gesagt, es war easy. Wenn das Ganze entworfen ist, geht ihr auf Herstellen. Dann zeigt er euch nochmal an, wie das dann aussehen wird, wie ich schneiden soll.
Dann will er sich mit der Joy nochmal verbinden. So, und dann müsst ihr das Material auswählen. Und wir haben jetzt Smart Vinyl ablösbar. Das heißt, das Ganze wird ohne die Matte geschnitten. Dann will er das Material geladen haben. Und zieht es einfach ein. Testet einmal, ob er genug Platz hat überall. Und dann kann es auch schon losgehen. So sieht das Ganze jetzt geschnitten aus und jetzt müssen wir das entgittern. So, jetzt ist es entgittert. Diese kleinen Ölpunkte sind dem Ganzen irgendwie zum Opfer gefallen. Nicht schlimm, mache ich nachher irgendwelche weißen Punkte drauf. Jetzt muss das Ganze auf diese Transferfolie gezogen werden, damit es dann natürlich von dieser Folie übertragen werden kann auf das Projekt. Dafür schneide ich mir jetzt ein passendes Stück Folie zurecht. Dann löse ich hier die oberste Schicht. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Nehmen wir dann hier so einen Rakel und schiebe die Folie nach vorne. Jawohl. So. Und jetzt muss das ordentlich angedrückt werden. Mit Schmack ist es so, dass die ausgeschnittene Folie auf dem Transfermedium kleben bleibt. Jetzt klebt alles auf der Transferfolie und nun muss ich das hier noch irgendwie gerade drauf bekommen. Auf der Transferfolie sind ja auch so kleine Hilfslinien. Das macht es ein bisschen einfacher. So. Von der Mitte aus wegstreichen, dass keine Luftblasen drunter kommen und dann wieder festrakeln. Gucken wir mal, ob es funktioniert hat. Hier fehlt mir ein Ölpunkt. Nicht schlimm, den mache ich heute einfach mal betrügerisch fertig. Kinder, kommt nörgeln, das Essen ist fertig. Sehr cool. Mit dem Dekorieren bin ich immer noch nicht ganz fertig. Ich habe mir noch Reagenzgläser bestellt beim großen A. Wo geht's hier rein? Da oben. Für noch ein weiteres optisches kleines Highlight. Hier Plastikdinger. 1,80 € gekostet das einzelne Röhrchen. Und den möchte ich mir jetzt hier noch so dran tüdern. Und dann kann man da noch so ein bisschen Grünzeug mit dekorieren. Ja, ich glaube, das wird ganz hübsch. Thank you.
Und dann habe ich mir hier noch so ein bisschen Grünzeug besorgt. Das kann dann hier so reingestöpselt werden. Und dann ist das Projekt heute auch endlich fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier so ein Klötzchenprojekt zeige oder mit dem Plotter. Oh. Mein kleiner Kartenständer. Ja. Also mir bringt Spaß und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen von euch mitreißen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ihr Lieben.